Gibt es einen, da kannst du mal nachschauen, Bro, gibt es einen Random Card Generator? Sowas wie damals bei COD, die Random Class Generator. Gibt es, boah, sofort Slots. Randomizer, aber ich kann es nicht refreshen. Hast du da jetzt was? War das bei euch auch so laut? Oh mein Gott, Mann, ich lag nicht mehr so erschrocken. Ein zu Herzinfarkt. Wir haben hier jetzt aber 4 Slots, Player 1 bis 4. Wir nehmen für Carsten die 4. Die Kombination, die wir jetzt hier bekommen, mit der werde ich die Top 3 holen. Top 3. Weil da kannst wirklich sowas hier, das dauert 3 Stunden. Das ist ja wie das alte Format mit diesen richtigen Muchklassen. Wir holen Top 3. Maybe zweimal Top 3. Um es mal auszutesten. Es wird sehr laut jetzt. Aha, okay. Ist, glaube ich, sogar in Ordnung. Kein im Weg. Ach, Bruderherz, es ist ja wirklich auch verwertet. Das wäre die Kombo gewesen. Wir machen jetzt einen Reroll. Wäre sogar gar nicht so bad gewesen, glaube ich. Also, wir nehmen Platz 4. Anspannen. Bitte nicht schlechter. Ist zu stark. Bärchenbolide. Mache ich nicht. Ist so einfach. Oh, gut. Das ist goodish. Ist auch das gleiche Card. Pink Gold, Triforce und ich den Gleiter. Gucken wir. Das ist die Kombo. Einmal Top 3, maybe zweimal Top 3. Maybe auch ersten, je nachdem. Ich try es ein bisschen. Partystraße, Top 3. Ich muss übrigens mal was sagen, auch jetzt mal speziell für YouTube. Ich bin das hier mit diesem Adventskalender, haben ja auch schon viele in den Kommentaren geschrieben, falsch angegangen. Ich habe das irgendwie falsch verpackt. So ein Adventskalender ist ja eigentlich... Fährt sich absolut geil, die Kombo, hä? Oh mein Gott. Das ist ja eigentlich was, wo man sagt, okay, dann nehme ich jetzt jedes Video spezial auf, wie ich es damals gemacht habe. Ich hätte das nicht als besonderen Adventskalender verkaufen sollen, weil im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, sind es ja ganz normale Uploads, die wir sonst eigentlich das ganze Jahr über auch gemacht haben, ne? Da muss ich also die Griffel heben. Ja. Dass ich das halt nicht hinbekommen habe, dafür extra mal was aufzunehmen. So. Weil das ja auch oft schon in den Kommentaren stand, dass es einige schade finden. Das ist meine Griffel oben. Es ging halt eher darum, es ging eigentlich darum, wirklich schon was Spezielles zu machen. Also was Besonderes rauszuhauen, aber hat umsetzungstechnisch jetzt nicht so funktioniert. Und deswegen sind es halt im Endeffekt ganz normale Uploads irgendwie, ne? Ganz normale Uploads. Ja. Kracht auf jeden Fall ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt oder habt Spaß an den aktuellen Videos. Ich will mir auf jeden Fall fürs neue Jahr irgendwas überlegen. Ich möchte irgendwie ein gewisses Konzept hier reinbekommen. Und das vermisse ich auch sehr an der Challenge, die wir gemacht haben in Mario Kart. Mit jedem Kart einen Win zu holen. Das fand ich halt so geil. Das kam bei euch gut an, das kam bei mir gut an. Ich hatte halt irgendwie immer was vor in Mario Kart. Ich hatte immer so ein richtiges Ziel, was ich machen kann. Ohne dass ich hardcore gebrochen bin, weil es auch lustig war. Dieses Ranked-Ding, was wir gemacht haben, das war ja für mich, habe ich ja schon mal erwähnt, das war ja für mich eigentlich fast nur Bruch. Und diese Challenge war halt Bruch mit vielen lustigen Sachen so und mit viel Spannung. Das vermisse ich halt ein bisschen. Ich möchte auf jeden Fall fürs neue Jahr irgendwas überlegen, dass wir hier in diesen Kanal ein bisschen Struktur reinbringen. So, wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn da einige enttäuscht waren, also tut es mir leid. Meine Griffel oben, hebe ich gleich noch einmal gut und dann ist es den Jupp bezahlt. Das ist live, ja, Twitch. Ja, ich weiß, es kommt so clean und flüssig rüber, als würde ich hier, das wäre es hier in der Aufnahme, ich weiß, komm, das Ding ist Jupp bezahlt. Wieso froh, dass du überhaupt so viel YouTube-Content produzierst? Ja, es geht nicht allen so, ne? Kann ich aber auch dann in denen sich verstehen, weil die halt mit dem alten Adventskalender, den ich damals gemacht habe bei YouTube, die hatten vielleicht eine andere Vorstellung. Und das habe ich dann auch falsch verkauft. Das kann ich dann schon verstehen. Aber grundsätzlich bin ich auch bei dir. Cool, dass wir überhaupt regelmäßig das hinbekommen haben, jetzt hochzuladen. Für Leute, die halt nicht in den Streams dabei sind, weil wir streamen ja super viel, das ist ja auch klar, dass da halt nicht immer jeder am Start ist, die ganzen Streams über. Und dass da halt ein paar Bonbons so mäßig hochgeladen werden. Gerade auch Warzone. Warzone kommt auch nicht so krass an. Viele wünschen sich viel Mario Kart, aber was soll ich denn Mario Kart machen?
Das frage ich mich halt. Wie soll ich Mario Kart Content bringen, der mir auch selber Spaß macht, dass es nicht so verkrampft rüberkommt? Dieses Random-Link-Format fand ich jetzt ganz geil, was wir jetzt gerade gemacht haben. Dieses Random-Klassen-Format finde ich nicht bad. Aber bei dieser mit jedem Kart ein Win-Ding hatten wir halt eine richtige Mission. Das war halt geil, das war ein Grind. Schlag die Master muss ich eigentlich die Griffe leben. So, ich war halt wie in diesem Loch, also so ein metallen Loch von einem Mord oder so. Und in der Zeit war ich einfach wieder nicht aufnahmefähig, habe wieder nichts gemacht. Und auch das habe ich hinbekommen. So. Aber finde ich eigentlich schön, dass da viele nachfragen, weil das Format eigentlich geil war. Es war ein gutes Format und kam halt gut an. Aber jetzt das wieder anzufangen, da denke ich mir halt so, oh, ist halt irgendwie typisch, ne? Denn Danny kündigt irgendwie ein scheiß Format an, zieht es erstmal durch und dann lässt es wieder schleifen. Das ist halt irgendwie verwirrt so. Ne? Ich habe mich schon super gebessert. In den letzten Jahren habe ich mich schon sehr gebessert, was vieles angeht. Aber nobody is perfect. Man kriegt da nicht alle schlechten Gewohnheiten so schnell raus. Pokémon-Format, ja. Das ist halt was wir im Stream machen werden, Miki und ich. Da haben wir beide richtig Bock drauf. Also eine Streaming. Also einfach Stream-Content. Dass wir Pokémon gegeneinander spielen. Das machen wir im Januar. Im Januar machen wir erstmal eine schöne Win-Challenge, Miki und ich. Bei ihm im Haus. Also beide, Seite an Seite quasi im Real Life. Und dann starten wir mit Pokémon durch. Und zwar werden wir das so machen wie damals. Also so hab ich es damals mit meinem besten Freund immer gemacht. Neues Pokémon kam raus. Wir haben beide das Spiel zur selben Zeit gehabt. Und haben beide halt Pokémon gespielt. Und es gab ja damals, die hießen Link-Kabel. Wo wir dann quasi darauf hingearbeitet haben als Trainer, gegen den anderen anzutreten am Endeffekt. So. Also man hat halt probiert, sich die besten Pokémon aufzubauen. Das beste Team, damit man halt seinen Rivalen, das war in dem Fall mein bester Freund, dass man den quasi wegmacht. Das hatten wir auch vor, Miki und ich, oder haben wir vor, machen wir. Wahrscheinlich Edition Gold. Gold, Kristall, Silber. Maybe halt die Remakes, weil ich fand die, das war so mein Favorite. Oh, vielleicht wenn jetzt ein Blitz kommt, könnte sogar. Top da, also Top, erster wird schwer. Das Kart fährt sich echt gut, muss ich sagen, aber erster wird, oh, okay. Oh, es kracht. Oh, ach du Kacke, es kracht komplett. Ja, auf jeden Fall dieses Struktur reinbringen in den Kanal. Ja, jetzt kommt der Blitz, das kracht. Das ist mir halt wichtig, dass ich irgendwie einen Plan habe, was ich hochladen kann. Ich bin selber noch sehr unschlüssig, wie das halt anzugehen ist. Aber will da auf jeden Fall mit YouTube mehr durchstarten. Das ist ja auch dämlich, das dann so in Anführungszeichen liegen zu lassen. Weil wir haben ja im Stream super viele geile Momente immer. Super coole Games, die wir zocken. Boah, ist das Geek Lobby, was? Was ist das für eine Lobby hier? Hä? What? Ist das geisteskrank. Und in der Win-Challenge hat Miki gesagt, ja, denn ob wir jetzt auf deinem Account spielen oder auf meinem Account, weil Miki online 7000 Punkte hat, macht ja keinen Unterschied. Noch nie hat Miki so eine Lobby hier gesehen. Und in die Lobby gehöre ich eigentlich auch nicht rein vom Skill her. Wenn wir ehrlich sind. Das ist ja gestört, wie viele Punkte die haben. Hier Top 3 ist schon wirklich gut bezahlt. Wirklich gut bezahlt. Ah, ich kann eigentlich nicht. Ich habe mich zu spät umentschieden. Ich wollte erst die Abkürzung nehmen. Dachte ich, okay, ich bin eigentlich so weit hinten. Baut das Geschenk. Das Doppelte. Oh, dann ist das passiert. Perfekt. Okay. Boah. Ich sehe so kein Licht. Aber ich fahre eine schlechte Kombo. Oh, ich glaube auch mit meiner OP-Kombo. Wird sie gewaltig schallen. Okay, der eine ist schon weit. Wait, ich bin letzter. Jetzt kracht der komplett. Ist der Rocket? Ja, ist auch nicht schlecht, maybe. Weiche drei Pilze, ne? Stern ist gut. Brauch halt einen Blitz unbedingt. Na, jetzt ein Blitz. Jetzt zum Blitzen sind wir da. Aber bis dann kracht's. Boah. Ja, ich habe einfach Stern, goldener Pilz. Ich hole nicht einen Platz auf. Auch 10 Münzen, alles da. Ja. Okay, nicht von hinten wieder jetzt.
Okay, da geht maybe noch was hier. Mit dem Goldenen. Mit dem Goldenen geht hier maybe noch was. Boah, ist das krank! Ach du Kacke, ist das krass, die Lobbyhilfe. Wir bleiben mal da drin. Boah, mein Ohr dröhnt noch richtig, ne? Von diesem lauten Sound, das ist ja geistesgestört. Meine Eltern kommen morgen und wir haben noch kein Weihnachtsessen organisiert, gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob es hier auf Madeira so das ganze Zeug gibt hier. Gibt es hier ganz normale Enten, die wir immer essen? Gibt es hier Enten? Gibt es Rosenkohl? Ich habe hier keine Rosenkohl gesehen. Doch Rosenkohl, ja. Rotkohl, noch nicht gesehen sowas hier. Wir haben hier halt sowas wie so eine Metro für Fleisch. Also nur für Fleisch, so wo auch viele Restaurants einkaufen. Heißt glaube ich sogar Metro, lul. Da werden wir mal schauen, aber auch Tische, Essenstisch und so. Ich wollte eigentlich alles organisieren, aber ich bin einfach alleine schwer lebensfähig. Mein Bruder war ja nicht da, der war in Deutschland. Hat noch so die alte Wohnung fertig gemacht, dass wir die abgeben können. Weil wir haben ja noch für die Miete bezahlt. Okay, Top 3. Und ich wollte in der Zeit eigentlich... Ich wollte hier einen Tannenbaum aufbauen, schön schmücken für meine Eltern, wenn die kommen, für meinen Bruder. Aber ich habe gestreamt und an Tagen, die ich nicht gestreamt habe, lag ich mit der Schere in der Hand, wirklich motivationslos, mastend im Bett. Hast du noch zwei Tage? Ne, ich habe keine zwei Tage, die kommen morgen. Also die kommen morgen. Ja, morgen Abend kommen sie. Also ich muss jetzt nachher irgendwann pennen, also ein paar Stündchen und dann... Ja, war das gar kracht's. Ich meine, Hauptsache wir sind zusammen so, ne? Das ist, alles andere spielt... Ist eher so nebensächlich, aber es wäre natürlich auch schön... Boah, was mache ich hier? Boah, Karl. Er mockt. Aber auch geil, ich gehe so einmal... Oh. Ich gehe so einmal ganz kurz auf die drei. Und sofort habe ich was. Oh, ich brauche ein Geschenk. Nicht hier. Okay, das ist gut. Das ist eine gute. Du Stern noch. Okay, er macht. Okay, maybe. Die Rakete geht mir ein bisschen auf den Nerven. Oh. Weil ich so eng die Kurve nehmen will. Das kracht so sehr. Top 3. Und weil ich dachte, oh, Top 3 ist aber Lacher, Danny. Ist aber Lacher. Okay. Wenn es richtig belanglos ist. Kracht. Schere. Lieber in die Kluft, da gibt es eine schöne Bescherung. Was war bei Jens eben los, Chat? Hat er was kaputt gepfeffert? Ist aber ein Clip? Kragas auf der Top-Lane macht. Hier rein. Mann! Mann! Ja. Ich feuer sie raus, Chat. Ist das schön. Stinkt. Und ich habe ihm wieder die Scheiße reingeritten. Oh, er hasst mich bestimmt. Oh, ist das schön. Es ist so schön. Geil. Oh, ist das. Ah, ist herrlich. Ah, herrlich. Und ich habe auch gesagt, dass er nicht mehr auf Elise wechseln darf. Er muss jetzt mit Unia bleiben. Unia. Ach, schön. Ach, schön. Ach, schön. Ach, schön. Ach ja, das ist alles hier sehr gut bezahlt. Okay. Jetzt einmal nicht komplett mocken. Vorher eine rote da rein. Okay. Was ist das für eine Lobby hier? Vorhin hier rote und alles da hinten. Okay, oh, weiß ich nicht so recht. Okay. Okay, ich will ja nur die Top 3 einmal holen. Einmal die Top 3. Oh ne. Oh ne, oder? Oh ne. Die Dreckspflanze, okay. Gut. Einmal Top 3 wird mir schon reichen. Oh, die Rakete da. Oh klar. Schutz. Was? Wo ist der denn? Wo ist denn der erste? Was? Ich hab den gerade reingehauen. Okay, ist kein Problem. Nein. Nein, das wird nie besser als das. Ach krass.
Nee, sind wir da hinten feuern? Revin? I! Oh! Ist das krass! Oh, ist das widerwärtig. Holy moly! So schlecht von mir. Okay, Käseland. Ich hab die Punkte gerade gar nicht ausgecheckt. Ist das immer noch so Geeks wie eben? Das war so schlecht. Also ich hab eigentlich wirklich den Stern gerade reingehauen. Das war eh nicht smart, so auszureizen. Hätte auch easy in Blitz kommen können vorher. Also. Ja, das ist. Okay. Hier Erster sein lohnt sich einfach nicht. Es ist auch Quatsch. Erster sein. Aber ich teste es mal aus, sag ich. Hallo? Nicht mehr die Abkürzung hier hin. Die einfachste überhaupt. Okay, er zieht auch sofort durch. Ich brauche 3 Pilze. 3 Pilze, Schutz brauche ich. Okay. Käseland. Oh, wichtig. Das ist ja natürlich. Das ist wieder gestört. Oh, dieses Drift am Anfang. Ich lerne das auch nicht. Okay, das ist gut. Das ist die zweite Runde. Oh mein Gott, der Typ, ne? Jetzt muss ich den Stern poppen. Ist das krass. Und er. Ach, warum fährt er das F? Also. Das ist ja eine ganz komische Online-Lobby hier. Was bin ich hier sehend? Die ersten sind so weit weg. Ich glaube, ich kriege doch niemals mehr die 3, oder? Oh, nein, nicht für mich. Oh, Bruder. Noch ein. Okay. Ich bin auch, um fair zu sein, ich bin hier wirklich jetzt schon knapp 30 Stunden wach und ich war 22 Stunden live. Aber ist natürlich keine Excuse. Ich fahre wirklich wie der letzte Mensch. Wie der letzte Stinky fahre ich hier. Guckt euch das mal an. Auch bei den Mario Kart Folgen. Mit Monte, mit Marcel und mit Carsten. Was fahre ich da zusammen? Habt ihr irgendwas heute laut genug dafür? Ja. Okay, Top 3 ist das hier immer noch. Neue Lobby gesucht, weil die eben war wirklich ja respektlos. Aber ja, ich weiß, es lag nicht an der Lobby. Nicht nur. Es lag nicht am Kart. Du kannst hier, du kannst sogar so rüber, habe ich in der einen Folge ausgecheckt. Das ist besser? Du kannst die Karte sehr geil fahren. Das ist eine sehr coole Karte vom Ding her. Aber die ist mir schon fast zu lang. Die geht aber wirklich 10 Jahre, die Karte so. Das ist auch sehr geil gemacht. Ein bisschen schwindelig bei Lul. Gib mir nur die 3. Gib mir die. Okay, die 3. Okay. Ey, komm, Jungs. Mach die 2. Das Ding ist super zahlt, sag ich dir ehrlich. Ach, warum? Warum ausgerechnet ich? Keine Münzen habe ich leider. Das Doppelte leider ist kracht. Okay. Das fühlt sich so clean an. Sorry, Schere. Muss ja mal durch. Ist ein Notfall. Oh. Natürlich ein Deutscher hinter mir. Okay, Schutz. Gib mir nur Schutz. Gib mir nur Schutz. Ja, ich muss hier erstmal Meter machen jetzt. Ist immer noch viel zu fahren. Hätte ich die Pilze reinhauen müssen. Was soll denn für ein Belohnung kommen eigentlich, oder? Okay. Weil ich nach hinten. Ist das krass. Das Timing.
Okay, warte. Der Schutz. Ich muss es jetzt nur besser fahren. Zwei rote. Oh, ist kracht. Ich schaff nicht mal den dritten. Nicht mal den dritten hole ich mir hier. Es widert mich wirklich an. Ist das gestört? Ist das krass. Das ist beschämend. Ah, die Karte ist ja wirklich zu lang. Weil hier kann immer so viel passieren. Aber irgendwie nicht im guten Sinne. Hier kannst du krachen. Oh, perfekt. Gut. Steve, danke für den Tier 1 da, Liebe. Auf DS spielen. Okay. Ja, da. Einmal die 3. Also ich habe schon wirklich hier sehr tief gestapelt. Dachte, okay, wenn du die Top 3 anpeilst, ist das Ding in 2 Runden eh durch. Oh doch, es war richtig. Keine Münzen leider ausgehört. Warum Münzen? Oh, okay, mal nicht gegen gefahren, richtig? Nein. 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 Nein, bitte nicht. Es wird gewartet, dass ich auch hier reinfahre, ne? Och, Bruder. Es ist doch alles krass. Mario Kart. Top 3. Das ist ja nicht mal eine schlechte Kombo hier. Also die ist jetzt, das ist nicht Meta, okay. Aber so schlecht ist sie jetzt auch nicht. Dass ich hier so reinmocken muss. Krass. Brauch sofort eine Rakete hier. Rakete und Schicksalsschlag, sofort. Nicht nach hinten vorher bitte. Okay, jetzt. Okay, besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Jetzt der Blitz. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Tu, mach den mal, gib mir den Blitz. Ich bin so weit weg. Bin zu weit behind gefallen. Nein, ist die 4. Bitte mach da einen vorne weg. Das ist die 4. Es reicht nicht mal. Krass. Ariana für die 13, Liebe. Mach Top 10. Ja, ich glaube, Top 10 ist gültig. Das ist jetzt unbedingt nicht meine Glanzkarte. Gehört nicht zu meinen Besten. Schallert ein bisschen. Ich will, wenn wir den dritten hier holen, ich will mich ja gar nicht feiern. Das ist der dritte. Das ist der dritte. Guckt euch an, was sie. Das gibt mir richtige V-Vibes. Also wie ich damals gefahren bin mit dem Raketenauto. Okay, beide bekommen wir ganz selten, ja. Okay, wie fahren wir das hier? Machen wir so. Aber die fahren die mittlerweile schon ein bisschen besser. Aber immer natürlich noch sehr, sehr schlecht.
Ich hätte hier im... Guck dir das mal an, was ich hier mache. Guck mal. Als hätte ich... Als wäre ich wirklich ein Bot. Ich fahre hier wie ein absoluter Bot. Nein. Und ich wollte Ranked irgendwie Gold holen oder so. Das ist ja wirklich... Das ist ja... Dass ich das... Also... Kann ich ja... Guck mal, wo ich hier überall... Ich guck schon, ob meine Bewegungssteuerung an ist. Das ist wirklich krass ist gerade. Sofort der Blitz her. Sofort her der Blitz. Guck mal da! Guck mal! Blitz, baby. Oh, obwohl die sich davon weit weghauen? Nee. Auch nicht verdient. Krass. So, ich hole jetzt die Top 3. Guck mal, die fahren nicht mal krasse Kombos hier. Wenn ich die Lobby, dann keine. Klar, hier Pünchikart und so ist okay, aber keine, nicht viele Bolidenfahrer. Okay, ich spanne jetzt einmal alles an. Oh, ich bin mal nicht gierig. Ich wollte nicht gierig sein. Ich wollte das Einzelne haben. Wann? Also ich kann manchmal sofort driften und manchmal nicht. Ich ahne das nicht. Ich probiere es immer wieder. Okay, Christian. Mal ruhig. Okay, für den Blauen. Besser will es nicht. Oh, ich darf. Oh, es trifft mich da. Ja. Okay. Okay, ich bin hier attackiert. Nehme ich schon mal mit dann. Blitz sofort jetzt hier. Ich kann es kaum fassen, was ich hier zusammenfahre. Das kann man eigentlich mal rudern. Okay. Gönn's mir unverdient. Aber besser wird's nicht. Stern. Ah, ist vorbei. Okay, maybe. Weil er da reintrötet. Jetzt werde ich langsam sauer. Anfangs bisschen rumgeredet, Puff Peng. Jetzt langsam kommt der Tilt. Ich fahre die Karte. Nicht schlecht eigentlich. Eigentlich, aber heute bin ich sag's oft so ein bisschen beiläufig, aber heute bin ich wirklich ein Schatten meiner selbst. Das ist einer meiner besten. Was darf ich nicht aussprechen? Guck mal, ja, wie ich fahre, shit. Besser wird's erstmal. Der Boomerang, bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht, Kairo. Kaido. Oh. Mein Schutz. Der Schutz. Okay, Lucky. Was haben wir? Okay, Lucky. Okay. Ja, also jetzt. Nein, die Banane. Von Papi. Oh nein. Papi, tu es nicht. Ich will nicht Erster sein. Ich will nicht Erster sein, Papi. Tu es nicht.
Drück mir das erste auf der 1. Schutz, Justin. Oh mein Gott. Ich behalte den Pilz. Wieder keine rote. Oh nein. Die Top 3 reicht hier. Ich greife nicht an den Stern. Ich will nur die 3. Ich will nur die 3. Ich möchte die 3. Na, okay, ich muss das machen, sonst hätte ich zu viel Pace verloren. Okay, Justin, mein Lieber, du gehst auf die 1. Bist besser als ich. Ich nehme die Abkürzung auf. Okay, besser wird's nicht. Okay. Nein. Muss ich auch kurz nehmen? Oh, okay. Ah. Justin? Ich glaube, du bist kein Stream-Sniper, aber nur, falls du es sein solltest. Werde ich mich sofort, mit sofortiger Wirkung, von dir distanzieren. Do it, what I can. Okay. Also auf der Karte glaube ich nicht einen dritten, sag ich ehrlich. Was ich hier für einen dritten öle gerade, ne? Ich kann das hier nicht mehr. Die glorreichen Tage des Karls sind gezählt. Wir sind wirklich, es gibt keine glorreichen Tage mehr. Das ist nichts, das hat nichts mit glorreich zu tun. Das hat was mit Gestank zu tun. Und guck mal hier. Das ist dann aber auch unlucky. Ich bin kurz davor aufzugeben, weil ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich schaff den dritten nicht mehr. Guckt euch das an. Ich bin einfach ein falscher 50er. Bin ein falscher 50er. Guckt euch das an, wie ich fahre. Und ich spanne hier wirklich alles an, ne? Das sind 30 Stunden wach sein, sage ich. Es muss daran liegen. Es muss an den 30 Stunden liegen. Es kann nicht anders sein. Es sind die 30 Stunden oder. Oder ja. Oder. Ey, bitte. Bitte, ja. Okay. Nein. Okay. Oh, ist klar. Ein Pilz über ein Item ist gekauft. Da wird einfach den geknechtet. Ne. Aber doch. Oh. Ja, ich bin schon der Karl! Ah, freue ich mich mehr als über den ersten. Oh. Und das ist es. Aber war lustig. Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr davon mehr haben? Random Klassen. Lasst Liebe da. Gerne Feedback in die Kommentare. Bis morgen wieder. Schauen, reingehauen. Gut, Schuss, Liebe.